Jetzt aber sehen Sie die überraschende Dokumentation Dicke leben länger. Es war einmal eine Lehrerin, Beamtin auf Probe. Die hatte ein Problem. Sie war zu dick. Zu dick für das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Übergewicht bedeutet Krankheit. Und kranke Menschen können nicht lebenslang verbeamtet werden, sagten die Bürokraten. Die Lehrerin aber fühlte sich wohl. Sie war vollkommen gesund. Und so klagte sie gegen die Ablehnung. Und hier wird das Märchen wahr. Das Gericht gab ihr Recht. Neue medizinische Forschungsergebnisse legen nahe, dass Übergewicht nicht automatisch ein höheres gesundheitliches Risiko ist. Schlank sein ist heute in weiten Teilen der Welt das vorherrschende Schönheitsideal. Es gelten einfache Formeln. Wer schlank ist, gilt als attraktiv, erfolgreich und gesund. Dick sein bedeutet hässlich, faul und krank. Doch das Bild auf unseren Straßen zeigt eine andere Realität. Längst machen in Deutschland und Österreich die Übergewichtigen die Hälfte der Bevölkerung aus. In der Schweiz etwa ein Drittel. In den USA hingegen sind es sogar fast 70%. Weltweit sollen etwa 2,1 Milliarden Menschen zu viel wiegen. Und die sollen alle abnehmen, wenn sie nicht an Fettstoffwechselstörungen, Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck, zusammengefasst unter dem Begriff metabolisches Syndrom, erkranken und einen Herzinfarkt riskieren wollen. Denn das sind angeblich die unausweichlichen Folgen des Übergewichts. Wer zu dick ist, bestimmt der Body Mass Index, der BMI. Der Wert berechnet sich aus dem Körpergewicht, dividiert durch die Körpergröße zum Quadrat. Ein BMI über 25 macht einen zum Übergewichtigen. Ab 30 sprechen Ärzte von adipös, also fettleibig. Doch macht die Körperfülle allein wirklich Menschen krank? Kann es nicht auch dick und gesund geben? Und wie kommt es, dass beispielsweise auch schlanke Menschen am metabolischen Syndrom leiden, was doch eigentlich typisch ist für Menschen mit starkem Übergewicht? Der Internist und Wissenschaftler Arya Sharma glaubt, dass einfache Antworten nicht mehr genügen. Was mir persönlich immer sehr nahe liegt bei den Patienten ist, wie wenig Hilfe diese Patienten im Gesundheitssystem bekommen. Die Patienten können Geschichten davon erzählen, wie sie von einem Arzt zum nächsten rennen und immer wieder gesagt werden, ja, sie müssen Gewicht abnehmen. Es ist wie wenn man einem Patienten mit Depression sagen würde, nehmen Sie doch das Leben nicht so schwer, seien Sie doch mal ein bisschen fröhlich, dann wird er schon. Genauso ist es einem Patienten, der offensichtlich mit dem Übergewicht Probleme hat, zu sagen, ja, essen Sie doch einfach weniger. Das funktioniert einfach nicht. Die Adipositas-Station des Royal Alexandra Hospital im kanadischen Edmonton ist Anlaufstelle für stark übergewichtige Menschen. Arya Sharma ist einer der renommiertesten Adipositas-Spezialisten der Welt und wurde eigens aus Deutschland hierher berufen. Sharma hat in seinen Studien herausgefunden, dass die Krankheitsbilder von adipösen Menschen so unterschiedlich sind wie die Ursachen für ihre Fettleibigkeit. Für viele seiner Patienten scheint es nur noch eine Lösung zu geben. Leider ist es ja so beim Übergewicht, dass wenn die Patienten einmal das Gewicht zugenommen haben, dann gibt es keine einfache Möglichkeit, dieses Gewicht wieder abzunehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Gewicht zu reduzieren. Das Problem dabei ist, dass das Gewicht immer wieder zurückkommt. Und wir haben keine gute Dauerbehandlung für die Adipositas. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass die bariatrische Chirurgie, also die Magenverkleinerung oder auch der Magenbypass, wirklich den Patienten hilft, nicht nur das Gewicht abzunehmen, aber dass bei diesen Patienten auch dann das Risiko viel geringer ist, der Gewichtswiederzunahme. 3 bis 4 Mägen werden hier pro Tag operiert.
Denn 20% der Bevölkerung in Kanada sind schwer adipös. Es gibt verschiedene Arten der bariatrischen Chirurgie. Bei der Magenverkleinerung wird ein Teil des Magens abgetrennt. Und der Magen so von der Größe einer Wassermelone auf das Volumen einer Banane verkleinert. Bei adipösen Menschen haben sich die Organe stark verfettet. Das gelbe Fettgewebe muss erstmal vom Magen gelöst werden. Dann wird ein wesentliches Stück vom Magen abgeschnitten und die Schnittstelle gleich verödet. Durch das kleinere Volumen wird der Appetit gedrosselt, denn der wird durch die Ausschüttung des Hormons Ghrelin in der Magenschleimhaut gesteuert. Die Patienten verlieren nachhaltig an Gewicht. Doch es gibt auch Nachteile. Die Magenverkleinerung ist ein Eingriff an einem gesunden Organ. Manche Patienten benötigen ihr Leben lang Ernährungszusätze wie Vitamine und Mineralien. Und auch wenn sich der Blutzuckerspiegel nach der Operation bei vielen Patienten deutlich verbessert, steht der Nachweis für eine dauerhafte Wirkung noch aus. Außerdem müssen die Operierten ihre Ernährungsgewohnheiten komplett umstellen. Viele kleine Mahlzeiten mit leichter Kost werden empfohlen. Sonst kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Aber gerade das fällt übergewichtigen Menschen so schwer. Lebens- und Ernährungsgewohnheiten ändern. Gewicht zu verlieren war mein Leben lang ein Thema für mich. Aber es ist nicht so einfach. Es ist viel komplizierter, als es einfach nur zu wollen und auf weniger Kalorien und mehr Bewegung zu achten. Es betrifft die ganze Persönlichkeit. Eine Operation ist beängstigend, denn sie ist invasiv und dauerhaft. Wir hoffen wirklich, eine andere, weniger drastische Lösung zu finden. Jessica hat gründlich über eine Magenverkleinerung nachgedacht. Sie möchte endlich den jahrelangen Kampf gegen die Kilos gewinnen. Trotz ihres hohen BMI von 43 entscheidet sie sich am Ende, keine Operation durchführen zu lassen. Wenn man bedenkt, wie hoch mein BMI ist, bin ich eigentlich sehr gesund. Ich habe keine Stoffwechselprobleme, mein Blutdruck ist normal, mein Blutzucker gut, der Cholesterinspiegel perfekt. Ich habe keine gewichtsbedingten Schmerzen, keine Schlafapnoe. All die typischen Gesundheitsprobleme von Übergewichtigen habe ich nicht. Ich bin sehr glücklich darüber, aber es ist gleichzeitig auch frustrierend, denn die Menschen haben Vorurteile, auch die Mediziner. Wem soll Arya Sharma eine Magenoperation anraten? Die lange Warteliste für OP-Termine erfordert eine genaue Bestimmung, wer besonders dringend eine chirurgische Behandlung benötigt. Bislang galt ein BMI zwischen 35 und 40 als Kriterium für einen Eingriff. Arya Sharma kam in Zweifel, wegen Patienten wie Jessica. Sehr dick und doch vollkommen gesund. Der BMI allein war für Sharma wenig aussagekräftig. Er entwarf daraufhin eine neue Einteilung, das EOSS, Edmonton Obesity Staging System. In 5 Stufen werden die tatsächlichen Krankheitsbilder und ihre Schwere diagnostiziert und der Patient eingestuft. Ein übergewichtiger Patient mit EOSS 0 ist dick, hat aber überhaupt keine Krankheitssymptome, einer in Stufe 4 dagegen bereits schwere Organstörungen durch Übergewicht. Das Interessante am Übergewicht ist, dass man hat, man kann 2 Patienten oder 2 Personen finden, die haben ganz genau das gleiche Körpergewicht, die haben den gleichen Körperfettanteil. Der eine hat Diabetes und Bluthochdruck und Schlafapnoe und alle möglichen Gesundheitsprobleme. Und der andere, der hat keines dieser Probleme und im Grunde genommen ist der kerngesund.
Und man muss sich dann natürlich die Frage stellen, ja, müssen die beide jetzt behandelt werden? Beim ersten Patienten ist natürlich keine Frage, wenn er Gewicht abnehmen würde, dann wäre der Blutzucker besser eingestellt und der Blutdruck würde sich senken und der Patient würde sich einfach besser fühlen. Bei dem zweiten Patienten, der eigentlich keine gesundheitlichen Probleme hat, da stellt sich die Frage, ja, was wären denn die Vorteile, wenn dieser Patient versucht, Gewicht abzunehmen. Immer gesundheitlich kann da nicht viel besser werden, weil er ist ja im Grunde genommen schon gesund. Und die Ärzte meinen wirklich gesund, im Unterschied zu noch nicht krank. Klar, ich weiß selber, wie schwer es ist, abzunehmen. Und ich kann gut nachvollziehen, wie schwer es für unsere Patienten ist, dem Essen ein wenig Bewegen zu widerstehen, weil es einfach menschlich ist. In unserer Erfahrung sind 20% der Patienten mit Adipositas und Übergewicht gesund. Wir waren sehr überrascht, das zu sehen, weil wir schon davon ausgegangen sind, dass was Stoffwechselkrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, Übergewicht und Adipositas jedem Menschen schaden muss. Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanz am Leipziger Universitätsklinikum, hat genau diese gesunden Dicken gefunden. Seit langem interessieren ihn die Auswirkungen von Übergewicht und Fettleibigkeit auf den menschlichen Körper. Den Schlüssel zum Verständnis glaubt er im menschlichen Fettgewebe zu finden. Dafür hat er eine der größten Fettgewebsbanken der Welt angelegt. Bei minus 80 Grad Celsius lagert Matthias Blüher 1600 Proben von schlanken, übergewichtigen, aber auch fettleibigen Menschen. Er ist überzeugt, dass die Wissenschaft zu lange die Mechanismen im Fett und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper unterschätzt hat. Der gesamte Körper ist in Fettgewebe eingepackt. Arme, Beine, Oberkörper, innere Organe. Fettgewebe galt früher als träges Speicherorgan, als passive Masse. Wir haben umgedacht, was die Funktion des Fettgewebes betrifft. Heute wissen wir, dass es ein hochkomplexes Organ ist, was auch Hormonfunktionen hat. Es scheidet Entzündungsstoffe aus, es produziert Hormone, die Sättigung und vielleicht auch Glücksgefühl vermitteln. Was unterscheidet nun kranke und gesunde Dicke voneinander? Matthias Blüher und sein Team untersuchen gezielt Fettgewebe, das während Operationen entnommen wurde. Das viszerale Fett, jenes Fett, das die inneren Organe umschließt, scheint dabei besonders interessant zu sein. Matthias Blüher hat festgestellt, dass kranke Dicke besonders viel von diesem inneren Bauchfett einlagern, bis zu 10 Kilogramm. Normal ist weniger als 1 Kilogramm. Doch nicht nur die Menge an viszeralem Fett scheint hochgefährlich zu sein. Unter dem Mikroskop sieht Blüher den entscheidenden Unterschied. Im Fett der kranken Dicken finden sich 5-mal so viele Immunzellen wie im Fett der gesunden Dicken. Das sind Zellen, die dafür verantwortlich sind, die Abwehr im Körper zu organisieren. Das Fettgewebe der ungesunden Dicken entzündet sich. Eine solche Entzündung klingt nicht von alleine ab. Die Fettzellen sind gut genährt und blähen sich auf. Das Viszeralfett ist im Gegensatz zum Unterfettgewebe nicht direkt sichtbar. Gesunde, dicke Menschen können rundherum mopplig sein und dennoch kaum viszerales Fett haben. Ist der Anteil am gefährlichen inneren Bauchfett niedrig, bleiben sie von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschont. Woran das liegt, das interessiert uns natürlich sehr. Das könnten genetische Faktoren sein, das könnten vielleicht auch Ernährungsfaktoren sein. Wir gehen aber davon aus, dass die Fettverteilung sehr, sehr stark durch vererbliche Faktoren bestimmt wird. Das innere Bauchfett versteckt sich innen am Rücken, an den Bauchseiten und zwischen den Eingeweiden. Das bedeutet, dass sich hinter einem moderaten Bauchansatz große Mengen des gefährlichen Viszeralfetts verbergen können. Auch Menschen mit einem BMI unter 25 sind betroffen. Dieses Gewebe operativ zu entfernen, ist keine Lösung, denn das Fett kann wieder nachwachsen. Forscher fordern deshalb nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf die Form des Körpers zu achten.
Der Apfel beschreibt eine Fettverteilungsform, die hauptsächlich im Bauchraum stattfindet. Und dann gibt es so diese Art Fußball, den man scheinbar verschluckt hat, der so nach außen drückt und den Bauch so prall erscheinen lässt. Und die Birne, das sind eher Hüfte-, Gesäß-Fettverteilung. Die Birnenform, bei der sich das Fett unter der Haut ansiedelt, gilt als weniger gefährlich. Bei der Apfelform versteckt sich viel Viszeralfett im Bauch und bringt dadurch ein erhöhtes Krankheitsrisiko mit sich. Hier gilt als Faustformel: bei einem Bauchumfang von mehr als 80 cm bei Frauen bzw. 94 cm bei Männern ist das Risiko für Folgeerkrankungen erhöht. Diese Werte sind besonders für Schlanke von Bedeutung. Was wir auch sehen, ist, dass es nicht nur die Unterscheidung zwischen krank und gesund bei Menschen mit Adipositas gibt, sondern eben auch bei Schlanken. Auch da gibt es den schlanken Kranken. Und auch der ist gekennzeichnet durch viel, viel an diesem viszeralen Fett, was man von außen überhaupt nicht sieht. Die Schlanken als Risikogruppe für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Eine überraschende Botschaft an die niedergelassenen Ärzte. Was unsere Untersuchungen auch gezeigt haben, ist, dass die gesunden Adipositas-Patienten ganz ähnliche genetische Varianten haben wie die schlanken und gesunden Menschen, sodass man schon von der Vererbung ausgehen muss, dass eben auch die Gene mitverantwortlich sind, dass jemand eben trotz seines Übergewichts gesund bleiben kann. Einer, der viel über unsere Gene weiß, ist Marcello Nobrega. All diese kleinen Puzzle zu lösen, das ist es, was uns Wissenschaftler antreibt. Es war ein guter Tag im Labor. Als ich die Nachricht am Telefon hörte, wusste ich sofort, dass wir das Problem vollkommen verstanden und einen Volltreffer gelandet hatten. Der Volltreffer war die Identifizierung eines lange gesuchten Gens. Als Humangenetiker forscht der Brasilianer Marcello Nobrega an der University of Chicago über die Funktionsweise von Genen. Mit seinem Team hat er eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Zwei Geschwistermäuse werden mit sehr fetthaltiger Nahrung gefüttert. Eine Maus wird wie erwartet dick, hat bis zu 30% mehr Gewicht als vorher. Die andere bleibt schlank. Wie kommt das? Nobrega und sein Team haben bei der schlanken Maus ein ganz bestimmtes Gen deaktiviert. Wir haben hier Mäuse, die komplett gegenüber Fettleibigkeit resistent sind, nachdem wir eines der 20.000 Gene manipuliert haben. Diese Mäuse sind nicht dünn, weil sie auf die fettreiche Nahrung verzichten. Sie fressen die gleiche Menge wie ihre Geschwister, die gleiche McDonald's-Nahrung. Sie machen keinen Sport, während ihre Geschwister schlafen gehen. Sie machen exakt das Gleiche im Käfig. Ich hasse diese Mäuse. Sie sind einfach nur dünn. Seit 2007 in einer bahnbrechenden Genomstudie die DNA-Region identifiziert wurde, die mit Übergewicht zusammenzuhängen scheint, wurde weltweit nach dem entsprechenden Gen gesucht. Erst jetzt haben die Forscher das Gen gefunden. Das IRX3-Gen. Es zu identifizieren war ein Geniestreich, denn es liegt überhaupt nicht in dem Bereich der DNA, der für Fettleibigkeit zuständig ist. 98% des Genoms besteht aus Sequenzen, die einzelne Gene regulieren, kontrollieren, koordinieren, aktivieren oder deaktivieren. Schon vor einiger Zeit fanden Forscher heraus, dass im Bereich des FTO-Gens Gewicht und Fettgehalt koordiniert werden. Doch es stellte sich auch heraus, dass das FTO-Gen nichts mit der Entwicklung der Körpergröße zu tun hatte. Marcello Nobrega und sein Team suchten weiter nach dem Gen, das verantwortlich für die Körperentwicklung sein muss, und wurden schließlich fündig. Millionen von Basenpaaren entfernt auf der DNA fanden sie das Gen IRX3. Die regulatorischen Elemente des FTO aktivieren das IRX3-Gen und sorgen für die Veränderung von Körpermasse und Fettgehalt.
Die Erkenntnis, dass Gene von weit entfernten Regionen der DNA gesteuert werden können, brachte den Durchbruch. Nun können die Wissenschaftler erforschen, wie genau IRX3 funktioniert. Erst danach beginnt die Suche nach einer Therapie. Ob wir bald Medikamente finden, ähnlich wie das cholesterinsenkende Statin, die auf das IRX3-Gen einwirken und möglicherweise einen Einfluss auf die Fettleibigkeit haben, das interessiert uns Forscher am meisten. Es ist entscheidend, dass wir das richtige Gen untersuchen und verstehen, welches Gen wodurch gesteuert wird. Dick oder dünn? Eine hochkomplexe Genlotterie. Wenn IRX3 ein Gen ist, das die Körpermasse kontrolliert, gibt es dann auch Gene, die regulieren, ob ein Dicker zu den gesunden oder kranken Menschen gehört? Warum? Warum sind manche dicker oder dünner, kränker oder gesünder? Was sind die definierenden Eigenschaften? Es ist alles wie eine große schwarze Box. Der Kanadier Andrew Pospisilik ist am Freiburger Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik. Enzymen auf der Spur, die durch Gene aktiviert werden. Ein Enzym fasziniert ihn dabei am meisten, HO1. Wenn man sich stößt und einen Bluterguss bekommt, wird er erst rot, dann grün, dann gelb. Und diese Reaktion ist teilweise auf HO1 zurückzuführen. Bei einem Bluterguss hat das körpereigene Abwehrsystem Stress. HO1 ist in diesen Stresssituationen da und schaltet sich ein, um im Körper zu helfen. HO1, das steht für Hemoxygenase 1, ist antientzündlich. Ein Schutzenzym und hilft chronische Entzündungen, die Erkrankungen wie Diabetes vorausgehen, zu bekämpfen. So war die gängige Meinung in der Wissenschaft bisher. Doch HO1 verhält sich in den Untersuchungen von Andrew Pospisilik und seinen Kollegen völlig anders. Aufgrund der bisherigen Studienlage dachten wir, dass HO1 vorbeugend gegen Entzündungen und gut gegen Fettleibigkeit wäre. Aber nun haben wir das Gegenteil gefunden. Anfangs dachten wir, dieses Molekül würde jedem fettleibigen Patienten helfen können. Aber dann erkannten wir, wann immer wir kranke Menschen sahen, war HO1 hoch. So sammelten wir Beweise, dass das Enzym etwas Schlechtes im Körper anstellt. Ein Paradigmenwechsel, ähnlich bedeutsam wie die Erkenntnisse des Humangenetikers Nobrega. Das Ergebnis von Andrew Pospisilik und seinen Kollegen beruht auf der Untersuchung von Gewebeproben von übergewichtigen Menschen auf das Enzym HO1. Auf der linken Seite sehen Sie kaum braune Verfärbungen. Es gibt sowohl weniger intensiv braune Verfärbungen als auch weniger.